Ihr Lieben, so, heute zeige ich euch, wie ich meinen Ingwer-Kurkuma-Tee mache, denn mich haben über Instagram und auch hier auf YouTube einige Bitten erreicht, dass ich den doch zeigen soll. Ja, dann mache ich das doch jetzt einfach mal. So, ich werde euch mal ein bisschen anders da positionieren, dass ihr seht, was ich brauche und was ich mache. So, hier zeige ich euch erstmal, was ich alles brauche. Zum einen so eine Reibe, mit der man auch Zesten von Zitronen abreiben kann. Eine halbe Zitrone reicht völlig aus. Ein Tee-Ei oder irgendwas anderes, Teebeutel, keine Ahnung, was ihr so benutzt. Ich mache jetzt mal nur für eine Tasse. Dann werden wir einen Löffel Honig brauchen, eine Messerspitze Chili-Pulver. Und natürlich die Hauptakteure Ingwer und Kurkuma. Und hier Ingwer und Kurkuma. So, ganz wichtig, wenn ihr keine roten Kurkuma-Hände haben wollt, solltet ihr euch Einweghandschuhe oder so anziehen. Ich lasse die Schale dran, denn in der Schale sind ja bekanntlich die meisten Stoffe, die uns helfen. So, das reicht locker an Kurkuma für eine Tasse. So. Und jetzt gehen wir an den Ingwer. Und damit kann ich dann meine Schale auch schon wieder wegstellen. So. Ihr seht an dem Ingwerstück, dass ich das nicht zum ersten Mal mache, sondern ich trinke den täglich. Das heißt, ich werde da jetzt mal ein Stück abschneiden. Ingwer ist halt nun mal fasrig. Der wird nie ganz runter zu reiben gehen. Aber auch hier lasse ich die Schale dran. Klar, ich habe es vorher mal abgewaschen, damit etwaige Schadstoffe raus sind, auch wenn es ein Bio-Ingwer ist. So, das reicht. So. Dann nehmen wir unser Tee-Ei. Spritzt immer ein bisschen beiseite, das ist normal. Genau. Ihr sollt es ja weiterhin sehen. So. So viel wie möglich in das Tee-Ei rein. So. Und für die unter euch, die die Wirkung von dem Ganzen noch mal verstärken wollen, tun wir jetzt noch einen richtigen Hallo-Wachmacher rein. Eine Messerspitze Chili-Pulver. Das kann, das muss nicht. Gibt ja genug Leute, die das nicht vertragen. So. Moment, geht gleich weiter. So, ich hatte nämlich vergessen, Wasser aufzukochen. So. Das machen wir zu. Jetzt tun wir je nachdem ein bis zwei Löffel Honig rein. Mir reicht einer. Genau, erstmal den Honig weg, damit er nicht mehr im Weg ist. Dann hängen wir das Ei hier rein. Wenn ihr natürlich diese Portionen Teefilter nehmen wollt, ist das auch okay.
Ich habe hier zum Beispiel auch noch andere Tee-Eier. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. So, dann gießen wir das auf. Und lassen das ziehen. Wer will, kann sich noch ein bisschen Zitrone reintun. Aber bei Zitrone seid vorsichtig. Leute, die im Winter zu kalten Füßen und Händen neigen, sollten die Zitrone sein lassen. Denn Zitrone ist ein kühlendes Obst. Das heißt, die sorgen dafür, dass euer Körper noch weiter runterkühlt und ihr gar keine Chance habt, euch aufzuwärmen. So, ich mach's mal auf. Man sieht schon schön, wie es durchzieht. Genau, das Ganze jetzt 5 Minuten ziehen lassen und dann genießen. So ihr Lieben, der Tee ist durchgezogen. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon mein Porridge, denn ich werde jetzt auch gleich frühstücken. So, den lassen wir jetzt erstmal schön abtropfen. Super. Okay, dann nehme ich euch jetzt mit nach oben. Moment. So, ist doch ein bisschen angenehmer. Rühre meinen Honig noch schnell in den Tee rein. Perfekt. Besser wie jeder Kaffee. Ich wünsche euch was und denkt dran, Abo nicht vergessen. Für alle die, die mir zugucken, aber noch nicht abonniert haben, das wäre wirklich super, super lieb von euch. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich werde jetzt mein Frühstück genießen und bin momentan in der 7. Woche ohne Kaffee. Also, ich würde sagen, Bombe. Eure Corrie.